Moin Moin und ein recht herzliches Willkommen zurück zu GTA Online mit dem Shavapa. Wir haben reichlich gespielt, um Geld zusammenzusparen für das Import-Export-DLC und ich habe dann jetzt ja auch schon schöne Luxuskarossen an den Start gebracht, die wir jetzt verscherbeln wollen. Und zwar den T20 und den Tyrus wollen wir heute verkaufen. Haben insgesamt, also beiden zusammengerechnet, einen Marktwert von 4,75 Millionen. Ja, sagen wir mal so teuer ist meine Durchschnittsgarage auch. Naja, schön wär's. So, dann motzen wir das Ding mal auf. Peise ihn da raus. Schönes Nummernschild dran. Und jetzt müssen wir lackieren, ja. Was nehmen wir denn Schönes? Was haben wir denn hier? Ja, genau, ich mache das Ding hier in purem Gold. Man kann es aber, also ich finde, dann könnten wir mal das Doppelte an Preis verlangen. Kackbraun, willst du drauf gekackt? Drauf geschissen, ne? So, dumm. Wo war er? Da, schwarzer Stahl. Muss ja beide Farben gleich machen, sonst sieht es ja scheiße aus. So, Karosserie, Frontstoßstange machen wir natürlich. Carbon ist ja logisch, Heckstoßstange ist auch alles dran. Motorhaube mit Doppeleinlass, muss ja geil aussehen. Natürlich die geile Hupe. Aber logisch, Xenon-Scheinwerfer dran. Also ohne Witz, ich weiß schon, welches Fahrzeug ich mir auch kaufen werde. Den Progen T20. Problem ist, der kostet, glaube ich, auch irgendwie 2, irgendwas Millionen. Habe ich mir wieder Feines rausgesucht hier. So, Dach. Ja, ich muss Dinge noch voll. So, jetzt bin ich auffällig. Reifen noch. Oh. Dinge, das muss ja gut aussehen hier. So, wir nehmen hier da die unteren Felgen, ne? Ist ja logisch. Felgenfarbe lassen wir so. Reifen. Tuning-Reifen. Das passt. Dann können wir jetzt den Progen T20 an den Mann bringen. Mal gucken, ob es unser klassischer Verkäufer ist. Käufer, nicht Verkäufer. Ich finde, der müsste aber mal wieder zugreifen hier. Gerade jetzt, wo es so geile Luxuskarossen sind. Ja, Leute, das. Ja. Das Ziel ist natürlich, dass die Fahrzeuge möglichst keinen Schaden kriegen. Für jeden Schaden, den wir den Fahrzeugen zuführen oder der von anderen Spielern zugefügt wird, bekommen wir weniger Geld. Das seht ihr dann unten da bei der Provision und bei dem gesamten Marktwert, also bei den 200.000 und den 4,75 Millionen. Da könnt ihr dann eben sehen, wenn die Zahlen rot sind, dass wir da Einbußen hatten, so wie jetzt eben. Ich hätte eben auch fast einen Unfall gebaut. Und mein Controller ist fast leer. Ah, ich glaube, den Käufer kenne ich. Ich glaube, den Käufer musste ich vorhin schon beliefern. Glaube ich, wenn es der ist. Naja, also ich finde, ein bisschen mehr hätte springen lassen können. Ach ey. Was fährt die KI denn dann auch auf seinem Streifen? Echt? Sonst fährt die KI nie richtig. Und jetzt, wo man darauf warten, dass sie falsch fährt, fährt sie richtig. Echt. Ich hasse KI, die richtig Auto fährt. Ja. Mit dem Unterschied, wir fahren immer scheiße. Also wir müssen eigentlich. Naja, wir müssen ja auch noch rauf hier oben ins Reichenviertel. Ne, wir sind schon hinter Beverly Hills, um Gottes Willen, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo wohnt der Typ denn?
Ach so, wir sollen die einfach nur hier oben auf den öffentlichen Parkplatz stellen, die geilen Karossen. Ich finde, dann können wir sie jetzt wieder stehlen. Ja gut, 199.000 haben wir bekommen. Hatten insgesamt Einbußen von 806 Dollar, das geht eigentlich. 99.000 habe ich an meinem Fahrzeug verdient. Insgesamt habe ich jetzt 598.000 Dollar. Ich kann mich nicht beklagen. Was? Herausforderung. Achso! Ja, perfekt. Dann können wir mal eben wandern. Stehen wir ja richtig. Hauen wir mal auf den Putz. So. Aber ich wollte aber noch mal eben gucken, wie viel der Progen T20 kostet. Wollte ich die ganze Zeit schon, bin ich aber nie zugekommen. So. Im Auto, ja, warte, jetzt bin ich gerade dran. Der Progen T20. 2,2 Millionen, ja. Ach, da stehst du. Oh, hör mal, da ist mir aber hier wieder was Feines geklaut, ne? Oh. Der läuft. Warte mal eben, ich muss mir auch noch ein Auto klauen. Ja, wir mussten es noch mal ein bisschen spannender. Komm, steh auf, hier. Vor allem jetzt kommt hier keiner, ne? Okay, doch, da kommt einer. Ja, ich weiß auch nicht, wer das ist. Oh mein, jetzt klaut er sich das Auto da, jetzt muss ich mir ein anderes suchen. Ah, guck mal hier, ha, ich habe auch eins. Alter! Alter, bleib mal stehen hier! Licht. Nein, ey, jetzt haut der dreckige Sack ab hier. Das war Absicht. Oh ne, guck mal hier, jetzt sind wegen dir, sind jetzt die Polen hier hingekommen, ey. Ja, okay, jetzt habe ich auch Sterne. Hast ja ganz toll gemacht hier. Ja, hast du auch. Ja, mache ich glaube ich auch. Das weißt du nicht. Ja, guck mal hier hin. Hier steht so ein Audi R8 Verschnitt. Jetzt bleib doch mal stehen, Alter! Ich will dir nur dein Auto klauen. Danke. So. So, du, ich habe jetzt schon... Wie viele Sterne hast du denn, Alter? Alter. So, ich habe jetzt sogar schon ganze 4 Fahrzeuge geklaut. Was bin ich denn für ein Gangster, immer? Leute, so spielt mein Grand Theft Auto, Leute. In dem... Ja, war richtig. Das habe ich mit Absicht gemacht. Jetzt... Nee, danke. Ich glaube mein eigenes Auto irgendwo. Die Bullen haben noch ein paar. Alter, die Bullen haben mich überfahren. Seit wann sind die Bullen so aggressiv und überfahren einen? Jetzt rammen sich die Bullen hier gegenseitig, ey. Komm, Tusschen, auch mal ab aus dem Auto. Nein, ich stopfe gar nicht sofort. Jetzt habe ich 2 Sterne, weil ich in die Richtung fliehe, in der du unterwegs bist. Ey, Mann, weg! Versuch denn hier schon wieder ein Auto zu klauen, ey! Ah, warte, da ist eine KI unterwegs! Da ist noch eine KI unterwegs! Sogar näher sogar die brutale KI hier. Ah ja, ich komme hier nicht runter, so. Alle. So, Tundchen, gib mir dein Auto.
Oh, scheiße, stimmt. Ich hab ja immer noch Sterne. Upsi. Dann heizt sich jetzt hier mal durchs Reichenviertel. Was machst du denn? Du hast doch gar keine Sterne mehr. Du spawnst direkt. Weil ich 2000 für gute Führung, für andere gute Führung bekommen habe. Du musst es so sehen, ich muss dir Gehalt bezahlen und du zahlst mir Geld für anhaltend gute Führung. So läuft das. Oh, Alter. Okay, das... Dann müsste ich ja jetzt richtig feine Knete gemacht haben hier. Mal gucken. Ja, gut, ne? Ich hab 11.000 auf der Hand. Zahle ich besser mal eben ein, ne? Alter, der CEO, bla bla bla, hat ihn in die Luft gejagt. Ey, wo ist dieser Wichser? Alter, ich pack gleich den Lenkraketenwerfer aus. Was, auf mich mal ein Kopfgeld ausgesetzt? So. Jetzt, weil ich dachte, jetzt mal ändern, welcher Spieler setzt da mir ein Kopfgeld aus? Ich tu niemandem was. Weil, ne? Voll die Brutalo-KI, ey. Ey, Tontchen, bleib mal stehen! Tontchen! Oh, jetzt haut die ab hier. Hallo, hier, ich bräuchte mal eine Mitfahrgelegenheit. Die Bullen kommen gleich. Ja, einer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab nur drei Frauen verprügelt. Beziehungsweise ich habe einmal zugeschlagen und die sacken sofort zu Boden. Ich versteck mich jetzt irgendwo. Ich glaube ja. Ich Problem ist, ich stehe oben am Dach. Und da unten bist du, warte. Ja! Verlernt. Los, steck im Gummi. Ja. Aber ich fand das so elegant aus, wie ich dann da jetzt eben vom Haus mehr oder weniger, wir nennen es mal gesprungen bin. Ja, fein, Puh. Was machst du da? Nein, ich... Oh. Ja, moin, ich krieg Schaden, weil ich im Auto rumgebackt bin. Hallo, du wolltest nur parkende Autos klauen. Was für ein Gangangriff. Wo steckst du dich denn? Den konntest du einfach verprügeln. So, und wie sehen Gangmitglieder aus? Spitzhack. Für eine Leiter, mir wird ja gar nichts angezeigt, wie ich nach oben komme. Ich warte auch, bis die Raue ein bisschen ans Fenster kommt. Erster Tod.
Wer hat mich hier Bitch genannt? Was du das? Ah, hast du mich Bitch genannt? Ja, verreck. Er sauf in deiner eigenen Blutpfütze, ist mir auch egal. Echt. Ohne Witz, der Typ, der hat mich eiskalt Bitch genannt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, finde ich auch. Dieser Schuft. Ja, warte, bin gleich irgendwann da, früher oder später. Jetzt nennen die mich ja Motherfucker, das wird ja mal besser hier. Wie viele andere Waffe. Oh scheiße, ich habe für meinen Spezialkarabiner keine Munition mehr. Du mich auch. Du Schuft! Du böser Schuft, du! Wie viel bist du denn jetzt verreckt? Also durch dich selbst. Dreizehn. Das Gute ist, ich brauche nur noch etwa 500.000, dann könnte ich mir einen Nachtclub kaufen. Bitte? Ja, ich meutere. Das hat man noch sichtbar gesehen. So, dann klau mal ein parkendes Auto. Ah. Ey, jetzt fällt mich in der KI platt. Komm her, Tontchen. So. Wie fährt denn zum hin? Zum Lagerhaus bitte, Watson. Ja, guck mal. Kaum klaust du wieder ein Auto, haben wir Sterne, ja. Ja, jetzt mach ich noch besser Olle außerhalb der Karre als Olle in der Karre, oder? Ich glaube, die Bullen suchen nach uns. Und ich glaube, du hast auch einen Stern. Soll ich aussteigen? Ich glaube, dann hast du immer noch einen Stern. Ja, also. Außerdem, es war doch kein Mord. Es war eine sinnvolle Lebenserleichterung der Allgemeinheit. Ja, ich weiß nicht. Denn ich baller keine Ollen aus dem Auto. Nicht so wie manche andere hier im Auto, die ich kenne. Ach, und da kommt das Bullen. Ja, oh. Ich glaube, da sind noch mehr liebe, freundliche Leute, die auf uns ballern wollen. Oh, ich ruf mal Lester an, sonst dauert das hier noch eine halbe Ewigkeit. Hast du gehört? LSPD rufen die. Was, ich? Ja, ich Lester mich ab. Haha. Oh, guck mal, ich hab gar keinen Stern mehr. Ja, ich hab ja auch Lester angerufen. Das stimmt nicht, ich trau nur deinen Fahrskills nicht.
Wir wollen ja jetzt nicht alles bis zur Spitze des Eisbergs untersuchen. Wo fährst du hin? Oh, die schon wieder. Ich habe keine Muni mehr, ich muss zur Ammonation. Alter, ich hatte volles Leben. Aber zu welcher Gang hast du uns denn hier denn jetzt wieder gebracht? Zu den Hardcore-Killern oder was? Achso. Ich dachte, der Schrottplatz ist woanders. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, dann blieb du doch mal. Warum schreien die hier immer, was ihnen widerfahren soll? Achso, was bist du? Ach komm, du bist doch schon echt zum. Ihr seid euch zum Verwechseln ähnlich. Jetzt bei der. Alter! Ich glaube, das ist was vom Himmel gefallen. So. Ist das ansteckend? So, okay. Warte, bis darauf klar, bis ich kurz hinter dir bin. Boah, easy, 3 Kills gemacht und 2 Kopfschüsse, ja, das lobe ich mir da mal. Und Level 29, ja, easy. Oh, Kacke, war zu hoch. Oh, du konntest mich nicht beschützen, dein Lohn wurde gekürzt. Ich habe mich doch selber darunter geschmissen, dadurch wird dein Lohn gekürzt. Ach, guck mal, ich habe 2 Sterne. Willst du einsteigen? Was machst du da schon wieder? Besorgst du ein Date auf der Fabrikhalle in Los Santos? King Theo, oh, da hast du aber wieder einen feinen Spieler ausgesucht. Hier. Paul, der war Level 2, Alter. Das ist ein GTA-Spieler, der will immer was Böses. Achso, der sitzt da mal am Dach. Ich geh da jetzt hoch, ich kill die. Oh Mann, ich war noch nicht mal oben. Jetzt muss ich heraufklettern, weil ich Sterne habe. Okay, jetzt habe ich keine Sterne mehr. Ich muss meinen Schießen-Skill noch verbessern. Jetzt können wir los. Geradeaus, bitte. Dir fehlt ein Reifen. Dann jetzt hier vor. Nächste Kreuzung bitte nach rechts.
Lässt sich das Ding überhaupt noch fahren? Nächste Kreuzung bitte links. Nein, das ist zu weit. Ich bin rausgesprungen. Oh Scheiße, irgendein Gangmitglied hat mich angeschossen, jetzt ist eine Gang hinter mir her. Ja, ich mache gerade nur 100 gegen 1 Kampf. Ja, klappt doch, ich gewinne doch. Oh nee, jetzt kommen auch nur die Bullen hier an. Die stören gerade irgendwie. Kann ich nicht, ich hab 3 Sterne. Nein, ich glaube nicht. Zumindest wäre es nicht lobenswert, dann damit die Karten zu verkaufen. Oh ne, jetzt kommen noch von hinten die Bullen. Ja, du hast ja auch keine Sterne. Jetzt nicht mehr? Oh, warte, dann komme ich. From the fucking police. Ja, okay. Wenn die Police fucking ist, warum soll ich da rauskommen? Ich komme gleich, aber wie ich komme, du? Ja, okay, ja, läuft. Also ist ein Lagerhaus nicht nur gut zu verkaufen, sondern auch gut, um Bullen loszuwerden. Ja, so ein... Ja, müsste gehen. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, locker schon 25 Minuten... 5 Minuten müssen wir noch warten! Was zum Henker! Nach, dann können wir noch den Reaper und die Mamba verkaufen. Das sind dann die letzten meine Oberklasse-Fahrzeuge. Danach habe ich noch 2, 4, 6 Mittelklasse- und 2 Standardklasse-Fahrzeuge. Du kannst ja noch eine Pepsi saufen. Ah, hier gibt es ja kein Whisky. Was ist denn nicht hier in dem Raum? Achso, hier ist der Mechaniker. Nee, das will ich jetzt nicht. Und schmeckt gut die... Was auch immer das ist. Oh, ich sauf mir jetzt auch meine Sprunk. The Essence of Life. Mal gucken, wie Life schmeckt. Guck mal hier, die Karre, die finde ich am geilsten. Ja, genauso wie von der hier. Ah, oh, okay. Ja, das Ding hier, das müssen wir jetzt leider vergangen. Das ist noch eine Luxuskarosse, das ist ja wieder der Reaper. Und die andere Luxuskarosse war... Muss ich nachgucken gehen. Wieder vergessen. Dumm, die dumm. Ich glaube das hier. Das war, glaube ich, die andere Luxuskarosse hier. Die Coquette. Vor allem, hier stehen 2 Coquette drin, ne? Einmal der hier. Und dann ist die andere, glaube ich... Entweder das hier... Oder ist das hier noch eine Coquette? Jetzt bin ich überfragt. Nee, Quatsch, das hier... Das ist noch eine Coquette hier.
Ja, so einen Sauna habe ich da auch bei mir in der Garage stehen. Mal gucken, welche waren denn jetzt hier noch die beiden Luxuskosten. Also der Reaper auf jeden Fall. Der kostet ja auch ein Jahr auch regulär. Ich meine, was war das? Über 2 Millionen, meine ich. Genau, ja, die Mamba. Also dieser hellblaue Corvette. Und ich muss mich korrigieren, wenn wir die Mamba auch als Corvette zählen, haben wir drei Corvettes hier drin stehen. Weil eine davon ist nämlich hinten da unter dieser grünen Plane. Dann haben wir noch den Entity. Wie bitte? 2 Minuten 11. Wir haben richtig was geschafft hier. Guck mal hier, ich sehe jetzt schon blutig an. Oh, guck mal mein T-Shirt an. Vollkommen verblutet hier. Wenn ich denjenigen finde, dem. Wenn ich den finde, dem das Blut gehört, ne, dem werde ich erschießen. So. Ich glaube, ich mache nochmal ein Foto hier hinten von dem geilen Reaper. Der sieht einfach zu geil aus. Da muss man einfach ein Selfie von machen. Das geht nicht. Ach, kannst du auch nicht machen. Wenn es ein schöner, fetter Arsch ist, dann. Also. So. Ein wunderschönes Foto. Ein wunderschönes Andenken. So, das Foto wird gespeichert. Dann machen wir jetzt. Ich mach nochmal hier mal eine schöne Geste, warte. Ich guck mal eben von vorne so. Jetzt haben die Zuschauer auch nochmal ge. Stimmt, das haben wir vergessen am Anfang der Folge, ne? Das mit dem Grüßen, ach. Achso, also dann. Der Tschüss dann. Aber warte. Achso, wenn ich die lange gedrückt halte, dann hält er die Hand oben. Ah, okay. Das ist mal interessant zu wissen. Man lernt nie aus. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder verkaufen können. Dum-di-dum-di-dum. Ja. Ja, du musst dich ja beschützen, wenn ich hier dran bin, sonst kriegst du kein Gehalt. Du Schwarzarbeiter. Ja, also, dann kriegst du noch weniger als nichts. Dann kriegst du. Genau. 2, 1 und wir nehmen den Reaper und die Mamba. Haben einen Marktwert von 2,59 Millionen. Ja. Ach so, ich habe den Reaper, okay. Dann dürftest du die Mamba haben, wenn ich. Ja, ne? Ich finde das Ding hier können wir aber mal, weil in purem Gold sieht der. Weil der sieht in purem Gold auch geil aus. Aber nein, wir machen. Ohne Witz, also wenn wir genug Geld hier im Let's Play erspielt haben, dann hole ich mir den hier. Weinrot. Och, der sieht im Weinrot so geil aus. Ja, das mache ich. So, dann können wir hier mit dem Reaper die Stadt unsicher machen. Erstmal wieder die wichtige Hupe. Okay, Hupe ist drin. Dann ist der Rest jetzt eigentlich nur noch Beilage. Oh, ich liebe diese Hufe. Habe ich das schon jemals gesagt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann wird das ja mal Zeit hier. So, Reifen, Luxus, eine Chromfelgen. Chromfelgen ist auch schön. Ja, komm, wir nehmen die da. Farbe gibt's nichts. Wie eine Ente. Knatschgelb oder was? Ich finde aber, die geilen Fahrzeuge muss unser Standardkäufer wieder kaufen. Ich meine, es ist sogar die Hupe drin. So, erstmal in Ruhe die Hupe anhören. Und man halt immer die Klappe. Läuft.
So, ja, auf geht's. Auf geht's zum was? Ja, ne? Also ich kann nur sagen, hier der Reaper fährt sich geil. Und der sieht da von vorn, sieht der halt auch einfach geil aus. Ach so, du fährst Autobahn da jetzt. Logisch. Oh nee, jetzt müssen wir wieder darauf. Oh nee. Ich mag den Käufer nicht. Können wir uns bitte einen anderen aussuchen? Der Standardkäufer, der war gut. Der war anständig zu erreichen. Guck mal, wir dürfen uns hier wieder durch diese schmale Gasse quälen hier rauf. Ja, aber der rutscht sehr schnell, die Mamba, ne? Vor allem zur Seite, ne? So, also ich habe ein Fahrzeug ohne Schaden abgeliefert. Ich muss mir mal dafür auf die Schulter klopfen. So. Da kommt irgendwas. Boah, nice. 767.000 habe ich jetzt auf dem Konto. Bedeutet, ich habe 200.000 eigentlich bekommen. Ungefähr. Sieht aus, als wären die Wagen beim Käufer. Nee, weiße. Aber komm, ich habe eine Idee. Wir brechen jetzt ein und holen uns unsere Karren wieder. Nein, geht auch nicht. Fürchtig. Ey, mal auf. Meine Karre ist da drin. Ja, okay, mach. Alter, jetzt weiter, was ist denn das bitte? Woraus besteht denn die Garage? Schwerster Panzerung oder was? Aber wobei, warte, wir müssen die Folge beenden. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Weil Däumchen, das ist ja dein Stichwort, ne? Lass ein Däumchen nach oben da. Genau. Und schalte beim nächsten Mal wieder ein. Hier bei, ja, GTA Online. Lasst es euch gut gehen, Leute. Kanek. Tschüss.